Heute mal wieder ein kleines Hilfevideo. Heute zeige ich dir, wie du dir farbige Schrift und auch die Sonderzeichen auf Schilder dir platzieren kannst. Was wir immer vor unseren Sonderzeichen und Farbzeichen uns setzen müssen, ist immer unser gutes altes Paragraphenzeichen. Wir kommen erstmal zu den Sonderzeichen. Wir haben nicht viele, 5 sind es insgesamt und davon gehen gerade mal nur 3. Ja, vielleicht wird Minecraft mal ein paar Updates reinhauen, dass auch alle funktionieren. Naja, bei unseren Sonderzeichen haben wir zum einen mal das K, das ist dann diese krake Schrift, einfach dieser Errorcode. Wir haben die fette Schrift mit L, durchgestrichen und unterstrichen, gut, funktioniert nicht, aber soll in Zukunft auch noch gehen. Ich hoffe mal, Minecraft arbeitet auch dran, nicht, dass die, sag ich mal, das hier vergessen. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt die schräge Schrift, kursiv mit O. Das sind unsere besonderen Schriftarten, die können wir dann auch kombinieren mit unseren Farbschriften. Die Farbschriften, zum Beispiel hier schon mal hier was in Farbe geschrieben, sind insgesamt 16 Farben, die wir zur Verfügung haben, um, sag ich mal, unsere bunte Schrift auch hier so ein bisschen zur Geltung zu bringen. Da haben wir einmal hier von 0 bis 9 und da müsst ihr immer dann auch davor immer unser Paragraphenzeichen setzen, genauso wie von A bis F, wo wir auch nochmal ein paar Farben haben. Manche Farben wiederholen sich so ein bisschen, ne, sind so ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, was wir hier, sag ich mal, zur Verfügung haben. Und dann wollen wir das auch gleich mal hier mal ausprobieren. Zum Beispiel bei der Farbe ist es ganz einfach und zwar müssen wir erstmal das Paragraphenzeichen suchen. Das versteckt sich immer hier unten. Und da können wir gleich mal hier gucken mit den Farben. Und zwar, ihr könnt immer mal so gucken, was ihr wollt. Und ihr seht, auf unserem Schild verändert sich dann auch so die Farbe. Das heißt, ihr seht dann immer, was ihr da auch, sag ich mal, benutzen wollt. Genauso ist das, wenn ihr jetzt, sag ich mal, schräg schreiben wollt, dann seht ihr, aha, das stellt sich auch schon schräg ein. Oder wollt ihr fett schreiben, dann wird es halt auch ein bisschen fetter. Oder wollt ihr krake Schrift machen, ne, mit einem K, dann seht ihr das. Ihr könnt das Ganze auch kombinieren. Sagen wir, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen fett schreiben. Dann haut ihr dahinter gleich wieder unser Paragraphenzeichen dahinter und dann die Farbe, die ihr wollt. Sagen wir jetzt hier, mache ich das rot. Und dann könnt ihr da irgendeinen Buchstabe hinmachen und dann wird der, sag ich mal, rot. Das könnt ihr auch immer wieder öfter machen. Sagen wir mal, dann nehmen wir wieder Paragraphenzeichen. Dann machst du dir wieder irgendeine andere Farbe und dann schreibst du da dann, machen wir jetzt einfach mal die Farbe bunt, also machen wir hier, jeder Buchstabe hat eine andere Farbe, dann haben wir das A, dann geht es wieder weiter mit Paragraphenzeichen und jetzt ist es so ein bisschen tricky, weil das siehst du dann nicht mehr richtig auf dem Schild, weil das geht jetzt so runter und dann musst du natürlich dann gucken, welche Farbe wollen wir nehmen, dann nehmen wir jetzt mal, also ich nehme hier 2, dann musst du dir halt so die Farbe so ein bisschen, ja, da einfach aufschreiben, auch wenn du es nicht richtig siehst. Ne? Und dann geht es halt hier weiter mit dem nächsten Paragraphenzeichen. Einfach mal hier ganz flix Farbe raufgeschrieben, ne? Jeder Buchstabe hat eine andere Farbe, kriegt man hin. Ist so ein bisschen tricky, weil es man halt dann nicht mehr so richtig sieht auf dem Schild. Naja, ja, jedenfalls so kann man sich dann hier, sage ich mal, das Ganze craften. Ganz einfach und schnell kann man sich dann hier die Farbe mit natürlich diesen Sonderzeichen so ein bisschen vermischen. Jetzt können wir loslegen mit den farbigen Schriften, die uns, sage ich mal, überall ein bisschen zu platzieren. Ist auch mal ein bisschen ein besserer Hingucker, als einfach ganz normal irgendwas hier auf dem Schild zu schreiben. Ich wünsche jetzt viel Spaß natürlich dabei, das Ganze auszuprobieren. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!